Ist das nicht? Freunde! Ach nö. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich habe mir das Leben gerettet. Hä? Aber wir haben doch... Ja, ja, ich weiß. Ihr habt mich auf der Klippe meinem Schicksal überlassen. Und genau das war meine Rettung. Hä? Ich fiel nämlich genau auf ein Krankenhaus. Und als die Ärzte nach meinem Sturz meine Schürfwunden und Knochenbrüche heilten, stellten sie bei mir eine tödliche Krankheit fest. Hättet ihr mich nicht ins Krankenhaus gebracht, dann wäre ich daran gestorben. Ah, das Glück der Dummen. Fühlt euch bitte wie zu Hause. Ja, dann kann ich auch alles mitnehmen, was ich finde. Hier, Alex, wie sieht's aus? Hier sieht's aber ein bisschen leer aus, ne? Ich bin auch gerade erst eingezogen. Das Haus war ein Schnäppchen. Ich nenne es das Haus der Helden. Ja, toll. Das Haus der Helden. Ich vermute mal, das ist die Küche. Sehr primitiv, ja. Immer noch besser als meine, muss ich sagen. Ich tippe mal auf Waffenkammer. Klauen, klauen, klauen. Kann ich hier nicht irgendwas mitnehmen? Kommt schon, Leute. Ein bisschen was abzocken kann ich hier doch. Das sieht mir alles so ein bisschen... 5-Finger-Rabatt, komm. Darum ist ja leer. Ich wohne ja auch nicht lange hier. Und natürlich ein Schlafzimmer. Ja. Ein Schlafzimmer. Zu Recht. Wunderschön. So, verpiss dich. Gut, dann gehen wir mal hier links lang und hier ab durch die Mitte. Finde ich schön, wenn man hier noch so einen Gang hat, wo man dann durch darf. Hallo, gute Frau. Ich bin die Schneekönigin. Oh Gott. Hi. Bitte lass mich beten und blöd in der Gegend herumlatschen. Ist ja gut. Bitte lass mich beten und blöd in der Gegend herumlatschen. Ist ja gut. Die sagen bestimmt alle das Gleiche. Hier wimmelt's ja von Priestern. Psst. Bitte lass mich beten und blöd in der Gegend herumlatschen. Ist ja gut. Oh Gott, hier. Donald Duck, Grabschändung erlaubt. Vorsicht, Einsturzgefahr. Andrew Balchmy, geboren 1966, tot bald. Bruder Abdul, er war jung, aber musste dennoch von uns gehen, endlich. Bruder Akan, er war jung und musste dennoch vor uns gehen, endlich. Bruder Murat, er war jung und musste dennoch vor uns gehen, endlich. Bruder Irim, er war jung und musste... Alter, das ist ja auch noch ein bisschen Zotennamen hier, ne? Reserviert für nächsten Mittwoch. Das Ding hier ist aus Pappe. Die Leute heutzutage werden immer geiziger. Welcher Schicksal ist was das denn? Was ist hier denn los, Mensch? Wer war das? So, raus hier. Ach, eine Fee. Ach, da ist der andere Stein. Hallo, anderer Stein. Ich kenne deinen Bruder. Alter, bleib doch mal. Ah, Quoten, Son Goku. Ich krieg dich, Stony. Son Goku, hi, ich suche Bluna. Habt ihr sie gesehen? Nein. Irrenhaus. Überfüllt. Was sonst? Ich bin nicht verrückt. Ich führe nur ein paar Kunststückchen auf. Was sagt er? Dum-di-dum-di-dum, dum-di-dum-di-dum. Schon wieder neue? Nein, 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 nein. Wir sehen uns nur um. Zum Glück. Denn wie ihr seht, sind wir fast überfüllt. Zwei Sektoren sind schon voll. Und der dritte auch bald. Alter. Hier ist ja was los. Oh Gott. So. Hier ist ein Zombie. Hi. Erschreckt mich doch nicht so. Oh Gott. Das sieht schon wieder so idyllisch zum Kotzen aus. Kann ich euch was klauen? Nein.
Ich soll immer nur deinen Dreck aufräumen. So bekommen deine alten Gelenke zumindest etwas Bewegung. Was gibt's denn da zu meckern, du blöde Schlampe? Ich hab wenigstens einen Job, du Rindvieh. Wunderschöne Szene. Hi. Oh, diese verdammte Familie geht mir so auf den Sack. Alles Asoziale. Gut, dass die Kinder gerade im Kindergarten sind. Ich hab Hunger. Verschlossen. Sei froh, mein Freund. Diese Tür ist nur aufgemalt. Verschlossen. Verschlossen. Ja, schade. Ich hatte gehofft, ich könnte hier mal ein bisschen mit euch reden. Zum Beispiel mit Elvis hier. Beamer? Was? Ihr kennt Beamer? Ich bin sein älterer Bruder Boomer. Ich beschäftige mich mit Sprengkörpern. Momentan teste ich meine neue Erfindung, den bombensicheren Anzug. Hey, es hat geklappt. Zumindest etwas in diesem Spiel. Hi. Oh, Luke, ich bin dein Patenonkel. Peter, Peter, wo bist du, Peter? Kindergarten. Betreten verboten. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Verschlossen. Das hätte man sich auch denken können. Geh weg aus dem Weg, du dämlicher Stein. Ich rede mit deinem Stein. So weit ist das schon gekommen. Hi. Wenn man seinen Job los ist, dann sollte man Rennfahrer werden. Hey, hey, ich fahre platt. Ich habe gerade meinen Job verloren. Bitte lass mich schmollen. Ich dachte, du seist mürrisch und hinterlistig. Ach, aber doch nur im Spiel. Diese scheiß 3D-Kopie von mir hat mir den Rang abgelaufen. Nintendo will mir nie wieder einen Job als Jump'n'Run-Figur geben, aber das ist mir jetzt egal. Immer nur hüpfen und laufen war so langweilig. Bald bin ich pleite. Ich bin hier der Rausschmeiße. Luigi! Luigi! Seit mein Bruder seinen Job verloren hat, kennt mich fast niemand mehr. Doch jeder kennt Luigi. Wer bist du? Ich bin Luigi! Ich wäre so gern wieder berühmt. Und an allem ist Mario schuld. Hä? Was? Du bist schuld, dass wir alle keinen anständigen Job haben. Na warte du. Was willst du? Jungs, hört auf! Donkey, greif ein! Danke, Donkey. Ihr da, bitte geht jetzt. Ich bin soeben pleite geworden. Na gut. Auf die Plätze. Warum auch immer. Fertig? Ja, mach doch. Los! Wer hätte gedacht, dass ich den Laden schließen muss? Wegen Unfähigkeit und schlechtem Personal geschlossen. Da ist aber einer randalefreudig. Ich war alle platt. So, jetzt haben wir doch alles gemacht hier. Können wir jetzt ins Rathaus? Ja! Moin! Was kann ich für Sie tun? Wir wollen nach oben. Tut mir leid. Dazu braucht man eine Genehmigung. Und wo bekommt man die? Man hält sie normalerweise von den Bürgermeistern. Und wo sind die Bürgermeister? Na, oben in deren Büro. Na toll. Vielleicht sollten wir uns mal auf der Straße umhören. Gar keine schlechte Idee. Oder wir gehen einfach nach oben. Hey, halt! Ohne Genehmigung kein Zutritt. Schrecklich. Hey! Den haben graue Haare und ist amerikanischer Präsident? Ja, kennen wir schon. Ach so, der Blauhaarige, der ist neu. Endlich! 2 Jahre musste ich warten. Nun habe ich sie! Die Genehmigung! Ich bin so glücklich! Ich konnte weinen! Genehmigung geklaut.
Nun haben wir, was wir brauchen. Und wir können hier rein. Hi, hier ist die Genehmigung. Ja, tatsächlich. Ihr könnt nun die Treppe benutzen, falls ihr eine Audienz bei den Bürgermeistern bitteln wollt. Dann müsst ihr zum Schalter 4. Hier ist Schalter 4? Schalter 1, kann ich helfen? Nee. Schalter 2. Hallo, kann ich helfen? Nein. Schalter 3? Kann ich helfen? Nee, ehrlich gesagt. Schalter 4. Kann ich helfen? Wir möchten um eine Audienz bei den Bürgermeistern bitten. Da seid ihr falsch. Um euch anzumelden, müsst ihr einen Stockwerk tiefer. Aber man hat uns gesagt, dass... Ja, dann hat man euch falsch informiert. Ihr müsst zu Schalter 3. Na gut. Dann gehen wir mal runter. Kann ich euch helfen? Ja, wir wollen die Bürgermeister sprechen. Tut mir leid, ich bin dafür nicht zuständig. Aber am Schalter 4 hat man uns gesagt, dass wir uns hier am Schalter 3 melden müssen. Die Dame meinte sicherlich Schalter 1. Versucht es doch da mal. Okay. Ich werde aus Ihnen nicht schlau, Herr Präfekt. Erst wollen Sie das eine und dann wollen Sie wieder dasselbe. Passierschein A38 kriege ich hier gleich. Kann ich helfen? Ja. Wir brauchen eine Anmeldung, um die Bürgermeister zu sprechen. Tja, warum kommt ihr dann zu mir? Anmeldungen aller Art bekommt man doch am Schalter 2. Ein gewisser Herr an Schalter 3 behauptete, dass wir hier zu unserer Anmeldung kommen. Ja, das war der Hermann, der alte Scherzkeks. Aha. Sehr witzig. Ha. Wie gesagt, versucht es an Schalter 2. Na dann, versuchen wir es an Schalter 2. Hi. Kann ich helfen? Wofür sind Sie zuständig? Hier ist die Beschwerdeabteilung. Gut. Ich möchte mich beschweren. Und worüber? Wir wollen endlich eine verdammte Anmeldung. Doch Ihre Mitarbeiter haben nichts Besseres zu tun, als uns durchs ganze Gebäude zu schicken. Oh. Für eine Anmeldung müsst ihr zu Schalter EG. Glaub mir. Auf deine Verantwortung. EG? Ist das ganz unten? Das war doch Schalter 5. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Ach, das ist Schalter E. Ja. Meld uns sofort bei den Bürgermeistern an. Hat man euch noch nicht abwimmeln können? Von mir werdet ihr jedenfalls nicht angemeldet. Melde uns an! Nur über meine Leiche! Sehr gern. Schalter E verdient Prügel. Mars Kruger Toki. Saure Milch. Und die Schleimbombe ins Gesicht. Bon. Bon. Komm, restieren, nix arrestieren. Gibt's bei mir nicht. Warum habe ich eigentlich wieder volle Energie? Kann mir das mal jemand sagen? Ich bin doch gar nicht im Krankenhaus gewesen. Bier getrunken habe ich auch nicht. So, komm, mach fertig hier. Die Frau muss doch Schmerzen haben. Wir wollten uns nur abwimmeln hier, die Schweinebären. Na komm. Hunger! Leiche eigentlich. Oh. Gehen wir einfach mal nach oben. Vielleicht hilft uns die Leiche von Schalter E weiter. Oh. Das ist ein bisschen frech, ne? Lesen wir uns mal die Itembeschreibung. Stahlschlüssel öffnet Stahl. Spiritus eigentlich nicht wichtig. Zum Öffnen. Erlaubnis zur Turmbesichtigung in Zwerghausen. Frischfleisch ist ganz frisch. Trötenball, keine Ahnung. Goldene Brechstange bricht besonders gut goldene Türen auf. Stock, ein länglicher Gegenstand aus Holz. Alkohol weckt Tote, munter Zauberwasser. Dartpfeil, ein kleiner, spitzer, länglicher Wurfgegenstand. Effektives Brandmittel ist Tabasco. Leiche von Schalter E und ein Blatt Papier mit Buchstaben drauf. Hi, kann ich helfen? Nö.